Moin Moin und herzlich willkommen zu Skull, the Hero Slayer. Mein Name ist Hoppelase. Lass ein Abo da. Oh, so muss ich sagen, nicht so abgehackten Finger. Heute neuer Tag, neue Aufnahmesession. Und ich bin gespannt, ob wir heute mal den Yggdrasil-Boss schaffen. Wir snacken uns hier jetzt erstmal wieder so einen Gratiskopf. Und ich bin Kuh wieder. Welche Fähigkeit hat er? Er schlägt mit seiner Riesenfaust auf den Boden und verursacht, wenn du die Taste gedrückt hältst, wird die Konzentration gestartet. Ist dies voll abgeschlossen, wird der Wirkungsbereich und Schaden erhöht. Das finde ich auch immer cool, dass nicht nur die einzelnen Klassenschädel, ne? Dass es da noch diese ganzen Unterschiede gibt. Also, weil dieser Endschädel hat zum Beispiel immer bei einer Attacke mit normalen Angriffen besteht eine Chance von 30%, eine weitere Attacke auszuführen. Ich glaube, das ist immer. Aber die Fähigkeit hier unten, die ist dann immer jedes Mal sogar noch anders. Passend zum Charakter natürlich. Mal gucken. So musst du jetzt den Abo-Button smashen. So, wir haben 68 Dinger hier. Eigentlich müsste ich mich wegschieben so ein bisschen, ne? Aber dann sitze ich ja nicht mal so oben auf dem Dingsen. So, was machen wir mit 60? Entweder Crit um 1% mehr. Oder Magieschaden. Ich würde dann eher sagen, wir machen ein bisschen Magieschaden noch natürlich mit Ruhm. Hui. Guck mal, jetzt schon angekommen. Und jetzt lande ich erst. Alles sehr merkwürdig. Und ich möchte gerne mal den Boss schaffen. Ich versuche heute wirklich mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den letzten Tagen in den Kommentaren eventuell stand von mir, gib dir mal, Mühe und mach das doch mal so und so. Ich bin natürlich über jeden Kommentar dankbar und freue mich auch jedes Mal, vor allem weil ich ja auch nicht allzu viele Kommentare kriege. Wenn da neue Kommentare sind. Ah, scheiße. Hab mit mein Ding. Mit mein, hier, Bom. Hier Kabel am Controller festgehalten. Also. Boom. Bam, bam. Pam. Patsch. Patsch. Puff. So, wir müssen echt mal. Also. Ich glaube, das ist kein Spiel, wo du wirklich immer nur so rein. Ich glaube, du musst wirklich so die auspattern. Push. Außer die natürlich, aber gegenseitig hier hauen oder was? Puh. Boing, boing. Wieder hoch. So, puff, paff, puff. Der ist auch ganz schön stark, ne? Ich meine, der macht ja auch 30% Chance einen weiteren Angriff. Jetzt kriegen wir hier nur Gold, anscheinend. So, Batsch, weg, weg. Ja, oh, Mann, ich hasse ihn. Der trifft mich auch, egal wo ich bin. Busch, 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 busch. Wir spucken. Guck, erstmal ausweichen. Nicht gleich so versuchen, tot zu hauen. Ja, muss man halt ein bisschen. Ich glaube, auch Zeit investieren in die. In die Runden. Hey, ich bin euer Bruder. Warum haut ihr mich? Quasi bin ich ja einer von denen, ne? So, dann holen wir uns noch hier einen netten Item. Ich glaube, ich verliere einfach viel zu viel Leben, bis wir beim Boss sind. Weil ja auch nicht vorm Boss auch kein Job ist, um eventuell nochmal eben ganz kurz sich hochzuheilen. Guck mal, wir haben einfach den gleichen Angriff wie die. Guck mal, ich bin jetzt schon halb tot. Das ist auch nicht normal. Ein Bögen.
So, Shop. Was haben wir hier? 30% Leben. Bis du zwei Karten durchgespielt hast, füge Angriff und Gegner mit vollständigem Leben immer kritischen Schaden zu. Also der erste Angriff ist immer dick. Und sowas hier, ich weiß nicht, hat man das denn für ewig? Nee, ne? Ich glaube, wenn man den hier zum Beispiel jetzt kaufen würde für 150 Quarz. Oh, warte mal. Ich kann doch weiter nach links noch, sehe ich gerade. Weil ich bin ja nicht mehr in der... Ich bin ja nicht mehr in der Map. Ich bin ja nicht mal auf der Map, sondern in der Map. Dann gehe ich weiter nach da und dann passt das auch später. Aber ich wäre gerne Mitte von der Map. Die Mitte hier ist schon besser, ne? Egal, ein bisschen. So. Schluss. Ja, also wenn die 150 und ich gehe tot zwei Räume weiter, dann sind 150 Dinger weg, oder nicht? Oder nicht? Bestimmt. Auch irgendwie alles doof. So, wir haben 1800. Wir könnten also alle drei Sachen holen. Angriff erhöht den Goldgewinn und erhöht Leben. Das ist eigentlich richtig geil. Und Schaden. Ja, wir können gar nicht alle drei holen. Aber wir haben die zwei wichtigen Sachen geholt. Leben könnten wir noch holen, aber einfach nicht treffen lassen. Ja, man heilt sich. Ach, jetzt kommt ja der Abenteurer, ne? Oh, das ist auch so ein Ding, ey. Der ist auch immer so heftig. Wer bist du denn jetzt schon wieder? Was kannst du? Erstmal gucken, was Becky kann. Ich brenne. Wie soll ich sie denn hier oben hauen? Na, sage mal. Was jetzt? Ja. Aber der scheint einfach zu sein. Nur, dass er halt so richtig kacke im Weg ist. Was jetzt, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Ah, easy. Boah. Alter, ist das ein Krampf, sie da zu attackieren. Ah, Mann. Oh, einfach in der Luft zerfickt. Einfach bam. Die da, wo ich öfters komme. Ein Froschschädel bei einer Attacke mit normalen Angriffen besteht eine Chance von 10%, dass Gegner eingefroren werden. Schleimblase, wenn du das verwendest, wirst du zu einem Schleim und wirst 3 Sekunden lang unbesiegbar. Wenn die Transformation endet, verursachst du Schaden. Erzeugt beim Kartenwechsel Gold. Und wir haben von beiden schon einen, ne? Von Imperium haben wir sogar schon zwei. Also eigentlich ist es schlau, den zu machen, ne? Aber unverwundbar, wenn er mit seinen Fäusten kommt. Ich nehme jetzt das. Ist egal. Gold ist immer gut. Hi. Wie enttäuschend. Ja, ich weiß auch nicht, wo man Knochen herkriegt. Verrat es mir nicht. Es sei denn, ich verpasse das die ganze Zeit. Aber wenn die noch kommen, zum Beispiel, dann habe ich die, aua, noch nicht verpasst, weißt du? Hehe, bam. Ach Mann. Ah, auch total unnötig. Ach, das war auch richtig doof. Egal, geschafft. Gib mir her, der Gold da. Jetzt gibt's auch wieder nur Gold. Einfach weg damit. Der muss immer als erstes weg, habe ich das Gefühl. So, guck
Guck mal, das sieht schon besser aus. Auch wenn wir so gut wie tot sind eigentlich. Hallo, ich bin extra. Hey, wo bist du? Wo kommst du denn her? Noch ein Magier? Das ist auch keine Heilung, ne? Das ist fast darum. Wo können wir denn Heilung her? Wir haben doch Herz, oder nicht? Da. Achso, ne, erhöht nur Leben. So, jetzt müssen wir das eigentlich holen, ne? Erhöht die LP bis zu 2... Okay. Müssen wir. Nützt nichts. So, aber wir haben ja noch 2300. Alter, wie viel... Der war ja auch richtig gut, ne? Oh yeah! Zack, zack, zack! Was haben wir hier? Hier können wir uns immer noch die Schleimblase holen. Erhöht Magieangriff. Okay. 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 Erhöht Magieangriff um 50% ist schon nice, ne? Wahrlichkeit und Adoption haben wir auch noch gar nicht. Ich hol den. Und ich hol den. Dann haben wir zwar kein Geld mehr, weil wir uns Heilung holen mussten. Und dann holen wir uns hier noch einen Gegenstand. Pam. Alter. Pam. Das ist einfach... Fehler werden rückgängig gemacht. Easy. Dicke Truhe. Bam. Einzigartig. Legendär. Standardangriffe verursachen zusätzlichen 10 fixiven Schaden. Festung und Wahnsinn. Generiert 90 Sekunden lang ein Schild in Höhe von 10. Alter, ja, das ist unsere Runde. Wenn mit Hilfe normaler Angriffe Schaden verursacht wird, erhöht sich das Angriffstempo 5 Sekunden lang um 5%. Bam, bam, bam. Alter, wie der einfach nur abgeht. Batsch. Hast du das gesehen? Bringt natürlich beim Boss nichts, aber was man hat, hat man, ne? Bam, batsch. Yes. Das ist einfach unser King hier. Der macht ja einfach... Oh, da oben ist noch ein Gegner. Den habe ich nicht gesehen. Hi. Habe ich nie gesehen. Ja, batsch. Jawollo. Gold. Jetzt kommt der Boss mit 92 Leben. Wir sind aber auch nicht unverwundbar, ne? Wenn wir mit unserem Motorrad rumfahren. Wir haben 3000 Gold, ich würde die so gerne ausgeben, ne? Ich muss jetzt nochmal dampfen. Achso, wir können ja hier können wir ja noch einen hoch. Ich nochmal dampfen, was trinken und dann machen wir den Boss. So, ich bin bereit. Bist du es auch? Drück mir die Daumen. Let's go. Komm, den müssen wir schaffen. Oh, Gold. So, was macht er mit seiner Faust? Ah, ja. Er greift dann so an, genau. Da, also die Faust, die trifft mich ja trotzdem immer.
Was jetzt? Ach ja. Das sind eigentlich nur seine Fäuste, die mich so Ärger machen, ne? Oh Mann, geht es springen doch! So, und jetzt kommt er mit diesen Fäusten. So, wir haben wieder ein Schild, auch wenn es nur 10 Leben sind. Mann, hört doch! Ich verstehe das nicht, wie soll ich das denn machen, Leute? Ich kann jetzt hier in der Mitte ein bisschen rumfahren. Keine Chance. Wie soll ich das machen? Ich hab... Vor allem, das Ding ist ja, ich kann nichts machen, um uns so wirklich tatsächlich zu verbessern, um den Boss dann irgendwann mal zu schaffen. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit Gold sammeln kann und damit jetzt uns Leben hochpushen kann, uns Abwehr hochpushen kann oder sonstiges. Wir sind einfach hoffnungslos. Ich könnte die 51 Quarz jetzt da behalten und irgendwie bis zu 4000 da sammeln und dann irgendwie 59. Also wir kriegen ja auch immer nur pro Runde so an die 40, 50. Und guck mal, das sind 7. Das 700, das heißt 14 Runden, damit wir uns das mal gönnen könnten. Verringert den erlittenen Schaden. Schriftrollen. Belebt dich einmal mit 30% Leben. Das brauchen wir. Da brauchen wir 3700 für. 3700. Und wir kriegen immer nur 50. 3700, das, oh, das wären... Runden, um mir das zu holen. Und was, wir sehen uns nächste Folge, wir müssen das schaffen. Das Spiel macht richtig, richtig Laune, aber ich bin irgendwie richtig, richtig dumm. Ich meine, es bringt auch nichts, hier jetzt zum Beispiel alles immer, Leben rein zu investieren, weil wir kriegen auch immer nur 5 Leben dazu. Das heißt noch, also maximal 50 Leben haben wir am Ende, ne? Und die ganzen Quarzdinger dann da reingeballert. Gehe jetzt auf meinen Thron, setz mich hier hin, weine eine Runde und dann sehen wir uns nächste Folge. Tschüss.